So, guten Morgen. Und zwar erstellen wir heute ein paar Game Assets mit SBite. Und zwar ist SBite einfach das führende Programm, was Pixel Art angeht. So, dann fangen wir mal an. Und zwar brauchen wir eine größere Leinwand. Da haben wir einfach etwas Größeres machen wollen. Dann lassen wir uns mal ein Grid einblenden. Diese Grids sind jeweils 16 auf 16 Pixel groß. Dann fangen wir mal an, das hier in der Schule mal alles. Und zwar werden wir nur mit 3, 4 Standardfarben arbeiten. Und die Frage ist nur, mit welcher? Vielleicht sowas in der Art. Dunkler. So. Etwas können wir wieder löschen. Und so vielleicht. Gucken wir mal, wo es uns hinführt. So. Wir machen ein paar Game Assets für Plattform Game. Dunkleres hier. Etwas heller. Grün hier rüber. So, probieren wir das mal aus. Ja, probieren wir es mal so aus. Das wäre schon der erste Teilzeit. So, das ist unser erster Stein. Jetzt wird unser zweiter Stein damit etwas größer. So. Jetzt wieder so. Das ist die richtige Farbe. So, das ist unser zweiter Stein. Dann machen wir noch einen längeren Stein. Und von hier nach hier. So, jetzt machen wir nochmal genau das gleiche. Unsere Hallerfarbe, das, das. So, das ist ein mittlerer länglicher Stein. Ups, so. Das war nicht geplant. So. Einen ganz großen Stein. So. Dann machen wir wieder unsere
rein. So. Das wären unsere Steine erstmal für das Plattform-Game. Sehen noch ganz okay aus. Wir arbeiten heute nicht so viele Details aus. Erstens bin ich komplett neu, was Pixelart angeht. Das heißt, ich bin auch noch extrem viel am Üben und Lernen. Aber es gibt halt auch nicht so viele Sachen auf Deutsch, wo man es zeigen könnte oder lernen könnte. Aber gut, wir sind da auf einem guten Weg. So, und das hier wird auch mehr wie so ein Testprojekt. Also wir gucken mal, wo uns das hinführt alles. So, dann machen wir mal noch unseren Hintergrund. Dafür. Das wird eine ganz standardmäßige Wand, unser Hintergrund. Mal gucken. Das als Hintergrund plus weiß. Das war nicht geplant. Machen wir das mal so. Jetzt muss ich mal mein Gesicht hinkriegen. Gehen wir mal noch weiter weg. Dann erstellen wir mal ein neues. So. Und zwar brauchen wir hier den Rand nicht. Dann lassen wir das mal so. Das hier machen, sehen wir einfach viel mehr. Dann sehen wir, wie das als Ganzes aussieht. Jetzt will ich allerdings nur noch meine Kachel angezeigt haben. So, jetzt sieht das so aus. Zip. Zip. So. Das sieht jetzt nicht so 100% gleichmäßig aus, aber. Oh Gott. Muss es auch nicht sein. So, jetzt machen wir das so. 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 Lassen wir das so als Wand. Geht das durch? Das ist mir nicht ganz gut gefallen gerade. So. Na, ja, kommen wir das noch dazu. So, dann hätten wir unsere Kachel für unseren Hintergrund. Jetzt machen wir das wieder aus mit dem Timeout. Dann kopieren wir das Ganze wieder. Und fügen das hier ein. So. Können wir die Kachel eigentlich löschen. So. Jetzt machen wir es nochmal Command-V. Da haben wir es wieder. Wenn man mitzieht, passt das nämlich alles schön aufeinander drauf. Wenn wir das einfügen, passt das einfach super. So. So.
ist ja quasi unser Hintergrund. Probieren wir das mal hier. Gucken wir mal, wie das aussieht. Command Copy, Command V. So, fangen wir mal an. So. Da haben wir was vergessen. Ups, da haben wir was. So, ja, wie man sieht, beherrsche ich die Sache auch nicht so ganz. Aber wir sind da noch am Üben. So, jetzt nehme ich mal so stellen. Gucken, V und packen den hier. Dann nochmal den ganz großen. Gucken, V mit dem. Packen wir den mal da hin. Aber in unserer Game Engine passt das dann alles, sieht das dann alles wesentlich besser aus. So, dann haben wir das, unsere Game-Szene, so wird es aussehen. Sieht doch ganz okay aus. So, dann haben wir das, unser Testprojekt. Probieren wir das mal aus.